Der Bücherfresser. Als Tims Großvater gestorben war, vererbte er der Familie seine Bücher, die Decke, auf der der alte Hund immer gelegen hatte, und eine Holzkiste. Auf der stand: Nur für Tim. Unbedingt heimlich öffnen. Die Hundedecke wollten Tims Eltern nicht, wegen der Hundehaare. Oh, und all die Bücher. Wer soll die alle lesen? Stöhnte Mama. Die schmeißen wir ins Feuer, schlug Papa vor. Da guckte Tim ihn ganz streng an und sagte: Also, ich verbrenne deine Autozeitschriften auch nicht, wenn du mal tot bist. Papa wurde rot wie ein Radieschen und schleppte Opas Bücher auf den Dachboden. 23 steinschwere Umzugskartons. Danach musste er sich erstmal aufs Sofa legen. Puh. Tim aber schlich sich auf den Dachboden, packte alle Bücher aus und stapelte sie zu Wänden. Ein paar Mal kippte alles zusammen, aber irgendwann war sie fertig. Seine Bücherhöhle. Als Dach nahm er die alte Hundedecke und als Beleuchtung Papas Taschenlampe. Dann kroch er mit der unbedingt heimlich öffnen Holzkiste hinein. Zwischen den Büchern roch es nach Opa. Hundehaare rieselten von der Decke. Auf der Kiste klebte ein Brief. Hallo Tim. Ich weiß, du magst keine Bücher. Hoffentlich hast du meine trotzdem vor eurem Ofen gerettet. Für das, was in der Kiste steckt, wirst du sie nämlich brauchen. Bis irgendwann in einem anderen Leben. Opa. Tim wurde ganz kalt vor Traurigkeit. Still war es auf dem Boden. Nur der Regen prasselte aufs Dach. Tim fuhr sich mit dem Ärmel über die Augen und riss das Paketband ab, mit dem die Kiste zugeklebt war. Dann klappte er den Deckel auf. Auf einem Haufen Papierschnipsel lag ein pelziges Etwas. Ein bisschen wie ein Meerschweinchen sah es aus. Stofftier? Murmelte Tim. Aber als er nach dem Plüschtier griff, kreischte es los. Ah! Erschrocken ließ Tim es zurück in die Kiste fallen. Er lauschte nach unten, aber seine Eltern schienen das Gekreisch nicht gehört zu haben. Das Pelzschwein grunzte aufgeregt vor sich hin. Reg dich ab. Ich tu dir nichts. Ehrenwort. Gib mir ein Buch, lispelte das Pelzschwein. Ein knackig knuspriges. Nein, warte. Ein flüstervoll, furchtbar fantastisches, ja? Tim zog vorsichtig irgendein Buch aus der Höhlenwand. Kaperfahrt auf der Tortuga, las er. Das Pelzschwein beschnüffelte den Einband und nickte. Ja, das riecht abenteuerlich. Trauerlustig, süß und sauer, ja. Er biss in das Buch, als wäre es ein Butterbrot. Tim, komm essen, rief Mama die Dachbodenleiter hoch. So schnell hatte Tim noch nie gegessen. Als er zurück in die Bücherhöhle kroch, waren von der Kaperfahrt nach Tortuga nur noch ein paar Papierschnipsel übrig. War eine wunderbare Geschichte. Kribbelt noch bis in die Zehen, sagte das Pelzschwein und strich mit den Pfoten über die Bücherwände. Bist du auch einer? Fragte Tim. Was? Nein. Das Pelzschwein schüttelte den Kopf. Du bist keiner, aber dein Großvater. Was für ein Bücherfresser. 3 am Tag schaffte er, verschlang sie mit den Augen, weißt du,
ohne einen Buchstaben zu zerkrümeln. Es seufzte. Ich kann das nicht, aber ich behalte jedes Wort, das ich wegknabbere. Als dein Großvater schlechte Augen bekam, hat er mich mit Büchern gefüttert und ich habe sie ihm Wort für Wort erzählt. So. Die Bodenleiter knarrte. Erschrocken verschwand der Bücherfresser in der Kiste. 23 Kartons voll, sagte Tims Vater. Die meisten sind ziemlich alt, aber... Tim kroch aus der Höhle. Hinter seinem Vater quetschte sich ein dicker Mann durch die Bodenluke. Oh nein, Tim! Rief Papa, als er die leeren Kartons sah. Konntest du dir nicht aus etwas anderem eine Höhle bauen? Die sind nicht zu verkaufen, sagte Tim. Ich werde sie lesen. Alle. Jeden Buchstaben. Mit ärgerlichem Schnaufen stieg der dicke Mann wieder runter. Papa war wütend wie ein Walross, aber Tim durfte die Bücher behalten. Sobald alle schliefen, schlich er mit seiner Bettdecke wieder auf den Dachboden. Als er die Taschenlampe in der Höhle anknipste, blinzelte ihn der Bücherfresser verlegen an. Auf dem Boden lagen Papierschnipsel und mindestens 5 Bücher waren angenagt. Ich musste einfach ein paar kosten, flüsterte er. Abenteuer, Reisen zum Mond und unter die Erde, vergangene Zeiten, versunkene Welten, Feiglinge, Helden, Räuber, Verräter, dunkle Orte, Geheimnisse, Schätze, Wörtermusik. Okay, sagte Tim und breitete seine Decke zwischen den Bücherwänden aus. Erzähl mir eins, irgendeins. Er legte sich hin und der Bücherfresser setzte sich auf seinen Bauch und erzählte. Die ganze Nacht und noch viele, viele andere.